verrate jetzt, weil ich habe viele Interviews mit ihm geführt, wie es entstanden ist. Richter hat ein neues Haus eingerichtet und in Köln, sein drittes Atelier übrigens. Und es kam eine Lieferung dieser kleinen Fußbodenkacheln. Sie kennen diese Kacheln, die in vielen verschiedenen Farbschattierungen vorliegen. Er war total fasziniert davon und hat sich sofort entschlossen, das ist für mich ein Grundmaterial, ein Anregungspotenzial für Bilder. Aber das nur nebenbei, eigentlich eine völlig unbedeutende Anekdote. Das Spannende hier ist die Hängung. Die Hängung, das farbenfrohe Bild, eigentlich die gelebte Fröhlichkeit in der Kunst, einem so grauen, tristen Weltbild, ja Weltuntergangsbild, einer Apokalypse des Daseins gegenübergestellt ist. Und das macht diesen Raum eigentlich zur Sensation in diesem Saal. Und jetzt kommt aber noch eine Stufe. Hier das Geordnete, als wenn Gott Bilder würfeln würde. Links das Ungestüme, wo der Pinselschlag spürbar ist, einfach aufgetragen, materiell, den Pinselspuren nachvollziehbar. Und jetzt noch das daneben, wieder bunt und im Sfumato eines Leonardo da Vinci gehalten und links das von der Fotografie angeregte Bild. Hier haben wir eigentlich in diesen Ecke dieses Raums die gesamte Geschichte der abendländischen Kunst kulminierend in der Bildwelt Richters zusammengefasst.